Viertens, für die Ordner und Ordnerinnen gilt die Verpflichtung des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung. Masken mit Luftlöchern oder vergleichbare Masken sind nicht gestattet. Eine Glaubhaftmachung über die Maskenbefallen, insbesondere durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, ist nicht zulässig. Fünftens, die Versammlungsfläche ist die gesamte Fläche des Messplatzes. Dieses mit einem Flatterband und Absperrgitter gekennzeichnet. Sechstens, für außerhalb der Versammlungsfläche besteht von Seiten des Veranstalters keine Verpflichtung von Kontrollen bezüglich Ansammlungen. Siebtens, der Mindestabstand von 1,5 Meter ist unbedingt einzuhalten. Als Hilfsmittel bezüglich der Abstandskontrolle können wir den Helikopter machen. Dies bedeutet, Arme beide ausstrecken, auf einem Punkt stehen und einmal im Kreis drehen. Dies gilt für jeden Teilnehmer, auch innerhalb von Familien, außer für Angehörige, für Familien mit minderjährigen Kindern. Achtens. Für die Teilnehmer besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sondern obliegt einer Freiwilligkeit und ist daher nur eine Empfehlung. Dies wurde vom Verwaltungsgericht Karlsruhe in einem Eilantrag gegen die Auflagen der Stadt Karlsruhe für die Querdenken 721 Kundgebungen Beschluss vom 30.10.2020 stattgegeben. Neuntens. Zusätzlich kann für die Teilnehmer, sollten die Mindestabstände nicht eingehalten werden, eine Maskenpflicht auferlegt werden. Zehntens. Teilnehmer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Versammlung teilnehmen und werden gebeten, unverzüglich die Versammlungsfläche zu verlassen. Das Land, das wir lieben, das ist vor.